Ey. Ja, ich weiß, ich habe auch mehr erwartet. Ich bin so ein bisschen das Sonderprogramm. Also ich bin der mit dem Anzug, ich trage ein Headset und meine Stimme, ich habe seit 2 Tagen keine Stimme. Also ich klinge so ein bisschen wie irgendwie, ich habe jetzt am Wochenende Mailboxen für Bruce Willis und so aufgesprochen. Nein, das ist irgendwie, also ihr müsst euch vorstellen, ich klinge nicht immer so. Aber ich finde es ganz witzig, dass ich heute mal so klinge. Also mein Name ist Marc, ich bin 31, ich bin beruflich Zauberer. Und das ist meist die Reaktion, die kommt an der Stelle. Das ist okay. Ich weiß, da freut man sich in der Comedy-Show drauf. Ne? Jetzt kommt der Zauberer. Das ist geil, wie auf jedem Kindergeburtstag. Das ist, ja. Ich habe auch so eine Flasche und ein Tuch, damit auch jeder kennt, dass ich Zauberer bin. Das ist ganz wichtig. Und ich hatte es jahrelang immer sehr schwer, weil, also wenn ich mich rasiere, sehe ich komplett aus wie der Junge auf dem Brandzwieback. Also, so. Das ist mit der Stimme noch geiler, der Kontrast einfach dann. Oder wie der Junge auf der Kinderschokolade. Das waren so meine Vorbilder beim Rasieren komplett. Deswegen hat es jahrelang sehr schwer, weil wenn ich aufgetreten bin, wirklich immer kam eine Reaktion so, ach, guck mal, der ist ja süß. Immer von so einer Dame weiter vorne. Ja. Aber seitdem meine Mutter nicht mehr mitfährt, hat es nachgelassen. Ja, durchaus. Ich mache direkt meinen Trick, weil das total wichtig im Zaubern ist. Man muss direkt zeigen, was man kann, was man so macht. Und ich komme ja recht viel rum, also wir alle kamen ja recht viel rum, bevor das war, alles mit dieser Pandemie und so. Und es gibt Veranstalter ab und zu, die sehr witzig sind und die stellen dann so Dinge in die Garderobe. Und mein Name ist Marc Weide und ich hatte einmal in der Garderobe, wirklich ohne Spaß, eine Flasche Weidemilch. Ja, ich fand es genauso witzig wie ihr. Aber an sich dachte ich, okay, coole Idee, weil Tuch und Flasche, alles, was im Zaubern passiert, wird ja immer vorher abgedeckt. Mit einem riesigen Tuch, einem Vorhang, irgendwas. Das heißt, man soll ja eigentlich nie sehen, wann und wie die Zauberei passiert, weil das ist natürlich geheimnisvoll. Und deswegen dachte ich, ich drehe das heute mal also komplett auf den Kopf. Ihr seht gleich wirklich aktiv die Sekunde, bei dem das Tuch aus der Flasche raus verschwindet. Ich merke der helle Wahnsinn für euch. Ja, Köln, haltet euch zurück. Das ist... Also auf 3. 1. 2. Baut nicht so einen Druck auf. Wenn ihr vielleicht kurz blinzeln könntet, das wäre extrem hilfreich. Ich lenke euch kurz ab, ich sehe schon. Vielen Dank. Das ist die beste Nummer, was ich im Programm habe, das Konfetti. Also okay, also auf 3. Nicht blinzeln. 1, 2, 3. Das ist für exakt die Sekunde, bei dem das Tuch aus der Flasche. Schön. Vielen Dank. Ich weiß, was ihr denkt, das hätte ich ihm nicht zugetraut. Aber geil, danke für die Reaktion, das ist immer geil, weil also ich kann euch ja auch sehen, das ist total schön jetzt. Das ging lange Zeit nicht bei diesen allen komischen Shows, die wir gemacht haben, aber es ist so, beim ersten Zaubertrick ist geil, die Leute sind so, also es gibt 2 Lager immer, aber das war ja vorne sehr euphorisch, vielen Dank dafür, das war wirklich diese, wow, geil, das Tuch ist weg. Das ist so dieses sehr ehrliche, sehr euphorische, gerade raus, es gibt so die 2. Reaktion, das habe ich so hier gespürt, das ist nicht persönlich gemeint. Das war so diese sehr offene Körperhaltung, gepaart mit diesem, scheiße, ich hab's nicht gesehen. Das sind immer diese beiden. Ich hab so ein bisschen Zeug in den Taschen. Also ich hab hier so, ich weiß nicht, ob ich dazu komme. Wir gucken mal. Übrigens, das Tuch ist nicht wirklich weg. Ja, das Tuch ist nicht wirklich weg. Hi, wie ist dein Name? Paulina. Paulina, kannst du bitte einmal mit deiner rechten Hand in deine rechte Hosentasche greifen? Und kannst mir sagen... Paulina, greif mal rein. Und ist da ein rotes Tuch drin? Nein, war auch nur ein Spaß. Kann ich nicht, wäre aber geil gewesen, oder? Beim nächsten Mal. Es ist aber geil, dass wir das hier wieder machen können, so vor Leuten, vor Publikum, weil ich habe komische Shows gemacht in der Pandemie. Mein Management hat mich stolz angerufen und meinte, Marc, tolle Gelegenheit, du drehst nächste Woche vor 30 PKWs auf. Ich habe im Autokino gezaubert, vor Autos. Viele von euch haben wahrscheinlich ein Auto, ihr wisst genau wie ich, wie viele Reaktionen so ein Auto zurückgibt. Ja, stell dich mal vor einen Ford Fiesta und macht einen Kartentrick. Das ist recht einseitig, die Reaktion. Und ich habe dann da wirklich, ich habe da alles gegeben, ich habe 2 Stunden Programm gemacht für Autos. Und die Gäste wurden dazu angehalten, weil ich sie eben nicht sehen und hören konnte, doch bitte mit Hupe, Lichthupe und Scheibenwischern zu reagieren. Das war mein Applaus, Scheibenwischer. Stellt euch vor, ihr macht einen Trick, irgendwas. Das mit dem Tuch und der Flasche. So, und die Reaktion ist einfach... Das ist so würdevoll.
Das ist, da fragst du dich echt, wo bin ich falsch abgebogen? Ich war wochenlang auch danach traumatisiert, ich war getriggert. Ich war auf der Autobahn, ich habe eine Lichtlupe bekommen, ich habe mich verbeugt. Das macht was mit dir. Ich war einkaufen, so aus dem Penny, da waren 30 Autos. Ich war so, guten Abend, schön, dass ihr da seid. Jedes Mal. Das ist verstörend. Aber als Zauberer macht man tatsächlich sehr viele verstörende Auftritte. Ich weiß nicht, wie das bei den Comedians ist, aber als Zauberer, wenn du anfängst, ich weiß nicht wieso, die ersten Shows sind immer Kindergärten und Seniorenheime. Weil das so dein Start ist, da kannst du deine Erfahrungen machen. Seniorenheim ist cool, du kannst jede Woche den gleichen Trick zeigen. Es ist praktisch zum Ausprobieren. Ja. Die Seniorenshows waren doch immer sehr interaktiv. Das war so, weißt du, und war das deine Karte? Was hat er gesagt? Ob das deine Karte war? Was? Lauter die ganze Zeit. Fantastisch, ja. Ich habe mich auch mal mit einer Dame nach der Show unterhalten, die kam auf mich zu und meinte, wissen Sie, ich habe jetzt ein neues Hörgerät. Und ich war so, oh, cool, wie teuer war das? Seit gestern. Super. Das sind die Gespräche. Tiefgründig, stehe ich drauf. Ist sowas. Ich habe einmal einen Trick gemacht, kennt ihr diesen Trick mit dem Seil, wo man da so die Mitte findet, das durchschneidet, wieder ganz macht? Super, spart eine Menge Zeit. Cool. Das habe ich gemacht. Und ich stehe mit dem Seil vor der Seniorenbelegschaft. Und mit dem Trick ruft eine ältere Dame rein, wirklich, gibt's gleich Apfelkuchen? Mitten im Trick. Ich war 14, ich konnte damit nicht umgehen. Das war einer meiner ersten Shows. Ich stand da mit dem Seil so und die so, gibt's gleich Apfelkuchen? Und guckt sie. Ich war so, keine Ahnung, gleich. Gleich vielleicht. Und dann kam Pflege auf sie zu, der die Situation erkannt hat und meinte so, ja, der junge Mann da vorne macht seine Show fertig und danach gibt's Kuchen. Aber nein, ungefähr so eine Minute später kam ein Blech reingerollt, voll mit Kuchen. Und alle haben sich umgedreht und Kuchen gegessen. Das war extrem aufbauend mit 14. Ich hab seitdem panische Angst vor Apfelkuchen. Ja. Und ich kann euch sagen, das war nicht mal die schlimmste Situation, Gelegenheit, weil es gibt Situationen einfach als Zauberer, wo du nicht zaubern solltest. Also es gibt so ein paar Sachen so, also Polizeikontrolle ist logisch, ne? Also nicht beste Idee. Aber ich glaube, das Weirdeste, wo ich je gezaubert habe, ich bin letztes Jahr Vater geworden. Und vielen Dank. Vielen Dank. War eine recht kurze Leistung von mir, aber bisher mein größter Zaubertrick, muss ich sagen. Also, der hat 9 Monate gedauert. Das war die größte Nummer. Aber das Ding ist, also wir, sorry. Wir, es wäre geil, wenn jetzt was gekommen wäre, ne? Ich habe den Moment verpasst. Jetzt so Karten, weißt du? Das wäre es gewesen, das nächste Mal. Nach der Geburt haben wir Väter ja diese ehrenvolle Aufgabe, dass wir die Nabelschnur durchschneiden dürfen. So. Es gibt diesen Seiltrick. Ich habe drüber nachgedacht. Ich war vielleicht sogar noch vorbereitet. Was komisch ist, weil du ein 2 Stück Schnur brauchst. Aber ich bin einfach ins Nachbarzimmer. Und nein, habe ich nicht gemacht. Nee, ich, aber stell dir die Situation vor. Weißt du, da stehen 2 Hebammen, so eine Chefärztin. Ich stehe da. Die sagen, Herr Weide, wollen Sie die Nabelschnur durchschneiden? Und ich bin so, ja klar. Oder vielleicht doch nicht. Hey, mega! Alle so, puff, puff. Auf den Applaus hätte ich verzichten müssen, weißt du? Aber ich mochte die Situation einfach. Ich habe es nicht gemacht. Ich hatte Sauangst natürlich. Es ist mein erstes Kind. Ich war extrem nervös. Und ich habe nur nach der Geburt einfach so eine Tücherkette unten rausgezogen. Und dann 2 Tauben. Das ist wirklich weirde, das wirklich sehr eine ganze Situation war, als mir die Nabelschnur gereicht wurde und ich habe sie wirklich durchgeschnitten, hat meine Freundin mich angeguckt und gesagt, lass es. Das war unheimlich. Deswegen, das war ein Ort, an dem man nicht zaubern sollte. Deswegen war es schön, dass ich heute hier bei euch zaubern durfte. Vielen Dank. Schönen Abend.